Ich kann mich damit noch nicht richtig anfreunden. Also das ist für mich eher wie Karneval. Ja, da müssen wir durch einen Abend. Simon, heute auch mal hier am Start. Trinken wir alle mal. Ja. Zur Not schnall ich mir den Simon. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir diskutieren hier so. Wir sind noch nüchtern und diskutieren nicht fachgerecht. Jetzt kannst du dich selber sehen, wie miserabel du aussiehst. Das ist ganz okay eigentlich. Du siehst aber auch noch ganz gut aus. Wir trinken Wasser. Also Bier, das war gerade nur angetäuscht. Das stimmt eigentlich. Aber es sieht wirklich aus. Was das habe ich aber vorhin auch gemacht. Glaselwasser. Spritzig. Moin. Willkommen zu einem neuen Vlog. Liebe Sportsfreunde, ich habe gerade Pakete ausgepackt. Guck mal, was ich habe. Trachtenschuhe, eine Lederhose. Es geht morgen auf das Oktoberfest. Und ich muss sagen, es gibt nichts, wirklich nichts Verrückteres, als so viel Geld für so eine bekackte Tracht auszugeben. Nur für einen Tag Oktoberfest. Ich habe das Gefühl, es passt mir nicht. Ich bin froh, jetzt schon, wenn ich wieder aus diesem Kram hier raus bin. Also irgendwie, die Bewegungsfreiheit, die stimmt irgendwie nicht. Ich glaube, ist so eng. Ich glaube nicht, dass das so sein muss. Das ist ganz komisch. Mann, was habe ich mir da angetan? Tegel Flughafen, bitte. Willkommen hier im Hotel in München, liebe Sportsfreunde. Ihr fragt euch sicher, was mache ich denn hier in München? Auf dem Oktoberfest, auf Einladung von Studio 71, meinem YouTube-Netzwerk. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Oktoberfest-Typ. Ne? Hab mir noch die Lederhose schnell bei Amazon bestellt. Ich hoffe, die sitzt einigermaßen heute. Ich treffe den Flavio Simonetti. Ja, der Flavio ist am Start, der Simon Mattis ist am Start. Viele bekannte YouTuber, die man so auf diesen ganzen Events immer trifft, die sind am Start. Und es ist immer eine lustige Gesellschaft. Und ich dachte mir auch, man trifft sich ja immer nur zum Trainieren so. Und heute treffen wir uns einfach mal, um einen zu trinken. Und das muss auch mal sein, ne? Ich versuche hier gerade in mein Kostüm reinzukommen, liebe Sportsfreunde. Ich kann mich damit noch nicht richtig anfreunden. Also das ist für mich eher wie Karneval. Also ich komme noch nicht drauf klar mit dieser Hose. Jetzt mal das Hemd gleich an und diese, ich sag Bauernschuhe. Ich will niemanden damit beleidigen, aber sieht so aus. Tada! Outfit-Check, liebe Sportsfreunde. Für mich sieht es echt aus wie ein Kostüm. Alles wohl etwas groß eher, würde ich mal so sagen. Ich habe es ein bisschen größer im Internet bestellt, besser als zu eng. Ja, da müssen wir durch einen Abend und ich glaube, da hilft echt nur Betrinken. Ist es jetzt schon los? Ja, das ist Flavio übrigens. Ich trinke heute kein Bier. Flavio hat schon vorgeschlafen. Ich leg mich noch mal hin. Ey, man muss dazu sagen, ja. So alt bist du auch nicht. Nee, ich habe zwei Kinder und die haben heute die Nacht durchgemacht, ja. Und dann habe ich heute auf dem Boden gepennt, weil ich runter musste zum Kleinen und lange Geschichte. Ich wollte morgen schon pumpen, damit ich heute auch ein Bier trinken darf, weißt du? Ja, du hast sowieso einen Fitnessknall, muss man dazu sagen, ne? Da haben wir noch den Davis. Hey, man. Auch immer am Start, ne? Immer ein cooler Typ. Ja, beim Trinken haben wir nicht mehr dabei. Dann trinken wir halt, wenn er heute nicht will, ne? Trinken wir überreden ihn noch, Alter. Ja, heute schon. Simon, so, heute auch mal hier am Start. Als Österreicher trinken wir alle mal. Ja. Zur Not schnall ich mir den Simon oder wir trinken einfach alle gemeinsam und zwingen Flavio. Was? Ich ja rein. Spät dran hier. Ich bin ja überfordert hier. Je nachdem, mit zu viel da bist, aber im Zeitraum. Bist du schon aufgeregt, Flavio? Warst du schon mal hier? Nee, noch nie. Ein Bayern, ne? Nee, ich bin ein Franke, das ist ein Unterschied. Naja, der Franke ist halt wahrscheinlich wie Ost- und West-Berlin, ne? Würde ich sagen. Also, einer sagt, ich bin Ost-Berlin, ja. Der andere West. Und bei uns ist halt im Frankenland, ist es halt nochmal, ne? Bayern-Region. Ja, schon ein bisschen größer als nur Berlin, ne? Ja, das stimmt. Flavio, wirst du eigentlich ein bisschen rallig auch verheiratet, wenn man jetzt hier diese ganzen, wie heißt das, Märkte oder Markte in Dirndl sieht? Märkte, Markt?
Mägde. Mägde. Die Magd. Nö, nö. Sehe ich überall noch Männer. Ich auch, sehe auch noch Männer. Alles gut. Ich bin auch noch in der Bibel quasi. Das ist der Test, der unspiegelig. Ja, ja, der ist nicht da. Das ist die moderne Eunuchenschaft, ne? Ja, so ist das. Trotzdem keine Gefühle. Paulana. Ja, wir sind im Paulaner-Fest. Ja, weil ich weiß, ich trinke ja auch so selten Alkohol. Und gib mir gleich ein Bier und das reicht mir dann auch. Ja, also eigentlich ein Bier, das bin ich schon. Ich habe gehört, das ist Starkbier, also das haut richtig rein. Okay. Schauen wir mal ins Paulaner-Zelt, was da abgeht. Ja. Mal, so muss man das machen. Der stoppt dunkel. Ey, euch sieht man gar nicht. Das Social Media-Affen, ey, die ganze Zeit. Opfer. Oh! Hast du auch Angst vor Menschen? Ja, ich hab Angst vor Menschen. Den kennst du zu viel auf einmal hier. Da ist man wohl aufstärken, ne? Boah, dann müssen wir das. Ist ja wie im Fußball. Wenn du nachher noch lockst, was ist das denn für ein Tier? Das ist eine Echse. Ein Reptil? Eine Echse, ist ein T-Rex. Reptil heute. Ein T-Rex. Du hast auch frittiertes Reptil heute. Ein T-Rex. Richtig geil. Frittiertes Reptil. Sieht aus Kalb, oder? So, muss ja, reingehen, ne? Das ist nicht mein Bock. Ah ja. Ah, David, lass mich noch einmal raus. Mel between, yeah! Woo! 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 Kuchen-Diät, Kuchen-Diät, Kuchen-Diät! Kuchen-Diät, Beste! Beste! Dampfnudeln! 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 Und Flavio! Ja! Zwischendurch muss man auch ein bisschen Luft schnappen, ne? Sich auch mal die Fahrgeschäfte angehen und die Brüste an. Welche Brüste? Wir gucken heute auf die Brüste! Oh, schon umgedreht. Ah, shit, schade. Ja, aber wie seht ihr das? Macht euch das an, so diese Gender-Gestalten, oder? Ja, normalerweise ja schon. Das Lustige ist, dass hier alle versucht werden. Eben, die sind alle zugenäht. Ja. Heute ist schlicht angesagt, ne? Schlicht ist der neue Audi, zeigt aber Brüste, oder? Nee, aber der hat nicht viel Brüste. Nee, hat nicht. Das ist eine krasse Täuschung, ne? Da muss ich schon sagen, viel Push-up am Start. Bei 90% der Frauen ist maximal ein B. Und dann noch so aufgefallen. Ja. Sieht aus wie ein D. Aber ist in real life. Und das Ding ist, wir haben echt nichts getrunken. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir diskutieren hier so. Wir sind noch nüchtern und diskutieren wirklich fachgerecht. Ja, jetzt fahren wir hier nochmal eine Runde Autoscooter. Ja, das wollen wir mal. Hier sind sie dabei. Ja. Ich habe ein Bier und ein Radler, also 2 Liter quasi. Wir halten hier nicht aus, ne? Ja, man muss auch wissen, wo man steht, ne? Dann kommt auch. Ich wollte gerade sagen, da kommen eh andere Drogen ins Spiel, ne? Also Bier und Bier. Ecstasy. Ecstasy. Ach, Quatsch, Leute. Ach, das Ecstasy haben wir jetzt gemeint. Danke nochmal. Fisherman's Friend. Das ist alles nur Ecstasy. 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 Jetzt kannst du dich selber sehen, wie miserabel du aussiehst. Das ist ganz okay eigentlich. Du siehst aber auch noch ganz gut aus. Wir trinken Wasser. Also ein Bier, das war gerade nur angetäuscht. Das stimmt eigentlich. Ja, aber es sieht wirklich, aus. Aber das habe ich aber vorhin auch gemacht. Tafelwasser. Spritzig. Ich hasse dieses Lied. Das hassen alle. Ey, Sportsfreunde, Despacito, wer kann das denn noch hören? Da kriegst du eure Krise. Also wenn das jetzt weiterläuft, muss ich vielleicht weiter trinken. Aus München und hockt da draußen schon zu tanzen. Jetzt habt ihr Flavio mal betrunken erlebt. Nee, ich bin nicht so ein. Also, Görki ist ein unfassbar guter Kerl. Seine Trainings und Service ist absolut authentisch. Und ich würde alle seine Produkte jedes Mal kaufen. Wenn er welche hätte. Wenn er welche hätte. Wenn er welche hätte.
Moin! Nächster Morgen, Sportsfreunde auf dem Weg zum Frühstück. Jetzt habt ihr mich gestern auch mal maximal gelaunt gesehen, ja. Zwei Bier getrunken, quasi ein Bier und Radler. Das gibt es bei mir auch mal. Es bleibt aber tatsächlich echt eine Ausnahme. Also ich gönne mir mal, ja, muss man auch machen. Man muss ein Mensch sein und leben. Aber das kommt alle zwei, drei Monate mal vor. Und wie ihr hört, nimmt mich das schon ein bisschen mit, obwohl ich den Aufzug gerade nicht finde. So schlimm ist es. Es nimmt mich ein bisschen mit, obwohl ich, wie gesagt, nur zwei Bier getrunken habe. Und wenn man wirklich echt selten trinkt, dann reicht das auch voll aus. Man muss sich nicht abschießen. Ich weiß, wo meine Grenze ist. Und weiß auch immer am nächsten Tag im Spiegel, dass es schon nicht mehr so geil aussieht. Also man sieht schon, dass der Körper irgendwie Wasser zieht und sonst was. Ist auch voll normal, ist auch in Ordnung. Aber das motiviert mich nicht unbedingt, damit weiterzumachen, versteht ihr? Das ist natürlich geil, wenn du die Chance hast, aufs Oktoberfest zu gehen mit Einladung. Sonst ist es ja immer mega stressig zu reservieren, arschteuer. Jetzt wäre es cool, den Flavio zu treffen, den Simon mal kennenzulernen. Und da bin ich immer voll dabei, ja? Auch wenn ich jetzt so ein bisschen... Schau mal hier. Schleifen-ABC. Vergeben, Jungfrau, unverheiratet, verwitwet. Mensch, ey. Hätte ich das gestern mal gewusst, ne, dann hätte ich angreifen können. Hey, hier ist ein YouTube-Opfer, der filmt gerade einen Vlog und so. Ja, gut, wir machen das alle. Ja, wie fühlt ihr euch? Rote Augen. Siehst du, das sind Augen? Ja, das sieht man. So ein bisschen restbetrunken noch. Ja, ja, ja. Aber weißt du, was das Perverseste ist an der Sache? Nee. Der hat jetzt im Frühstück Chicken Nuggets. Gibst du was? Ja. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets und Pizza. Proteine würde ich ja sagen. Ich hab mal wieder ein richtig großes Problem, Sportsfreunde, an so einem Buffet, ne? Wenn da so viel leckeres Essen ist, dann ist das Problem, dass man meistens auch das Essen nimmt, weil man denkt, es wird jetzt weggeworfen. Und hier haben wir Kuchen. Zu viel Kuchen. Abends Alkohol, am nächsten Morgen Kuchen ist nicht gut. Jo, wieder zu Hause. Guck mal, ich habe gerade ein Tütchen bekommen. Wir gucken da gleich mal gemeinsam rein. Morgen geht's aber hier erstmal zum Spartan Race, ne? So diesen Hindernislauf. Und heute bin ich noch ein bisschen müde, war aber gerade noch schnell trainieren. Bin mal gespannt, wie ich mich da morgen schlage. Da werde ich auch mal die GoPro mitnehmen. Ich habe extra hier nochmal so ein Schutzgehäuse geholt, dass es auch ein paar nette Aufnahmen gibt. Mit einem kleinen Unboxing. Wir gucken mal hier rein. Und zwar ist Amazon Prime Now, ist der Knaller. Du kannst dir alles bestellen wie Pizza. Das kommt innerhalb von einer Stunde. Und wir gucken rein und das gucken wir hier. Schaut mal. FIFA 18 am Start. Das werde ich jetzt nochmal entspannt ein bisschen reinballern. Und ja, dann bin ich für morgen vorbereitet. Ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen Sushi bestellen. Ihr seht auch, Fitness Lifestyle geht mal mit ein bisschen Alkohol. Gesellschaft ist mal wichtig, dass man auch mal mit den Freunden ein Bierchen trinken und anstoßen kann. Das sollte man immer können, ja? Das ist ganz wichtig. Die Sportsleute, guckt mal. Doch noch lecker bestellt. So sieht das bei mir aus. So eine Familienportion. So, was gibt es Leckeres? Schaut mal. Yay. Sushi, richtig geil. Guck mal, hier sind so Special Sushi mit so frittierten Garnelen drin. Spieße, Hähnchenspieße mit ein bisschen Reis, Salat. Bunbo oder so ein Kram, das ist so ein Reisnudelsalat. Richtig, richtig fett. Frittierten mit Hähnchen, die dürfen nicht fehlen, die sind der Knaller. Und diese Dumplings, ich feiere sie, da sind so Shrimps drin. Das Ganze hier, ne, dieses leckere asiatische Essen, das werde ich mir jetzt tief reingönnen, denn das dient mir jetzt zum Laden. Ich werde jetzt schön laden für Spartan Race morgen. Damit werde ich morgen garantiert meine Glykogenspeicher voll haben, richtig durchpowern können, richtig stark sein und das überstehen. Dann gönne ich mir gleich hier noch eine Runde FIFA 18, mal antesten, wie das so ist. Gönne mir das tief rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei diesem Oktoberfest-Vlog. Mal was anderes, ja. Gönnen darf man auch in meinem Leben. Im nächsten Vlog werde ich euch dann vom Spartan Race berichten. Vielleicht das Ganze auch mal mit einem Tough Mudder vergleichen. Da habe ich auch schon öfters mitgemacht. Es wird coole GoPro-Aufnahmen hoffentlich geben. Richtig action geladene Sachen. Und ja, Gas werde ich geben können hier mit dem Essen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, euer Görki. Ciao.